You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schjammi hier und willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar schauen wir uns hier an, wie man denn die Zandalari-Trolle als spielbares Volk auf Seite der Horde freischalten kann, beziehungsweise was man genau dafür überhaupt tun muss. Das Ganze ist eine etwas längere Aufgabe, das abzuschließen. Ich zeige euch hier auch schon wie bei den anderen Videos immer exakt, welche Quests ihr machen könnt, beziehungsweise machen müsst, um das Volk freizuschalten. Und da könnt ihr einfach gleich nebenbei das Ganze einmal durchspielen. Aber wie gesagt, das dauert hier ein bisschen länger, da man relativ viel abschließen muss, um die Zandalari-Trolle freizuschalten. Allerdings sei gesagt, beim Freischalten der Zandalari-Trolle unlockt ihr nebenbei auch gleich noch die Vulpera auf Seite der Horde. Das heißt, ihr kriegt hier mehr oder weniger gleich zwei Fraktionen auf einmal, auch wenn ich zu den Vulpera dann noch ein extriges Video mache, für die Leute, die halt nur die freischalten möchten. Also, was brauche ich eigentlich genau, um das Ganze jetzt zu starten? Und zwar solltet ihr mindestens einen Charakter auf Stufe 50 auf Seite der Horde haben. Ja, ihr könnt das auch schon vorher anfangen, denn die Quest-Achievements, die man dafür benötigt, da könntet ihr zum Beispiel auch einen Charakter leveln und nebenbei halt auch noch einen Char hochziehen dabei. Allerdings könnt ihr dann mit dem 50er oder überhaupt Level 60er Charakter das Ganze ein bisschen beschleunigen, weil ihr halt dementsprechend schneller bei den Quests durch seid. Aber wenn es euch lieber ist, könnt ihr natürlich auch einen Charakter nebenbei leveln. Allerdings braucht ihr einen Charakter der Stufe 50, um schlussendlich dann das Volk freizuschalten, denn die finale Quest, die startet erst, wenn ihr mindestens 50 seid. Als nächstes braucht ihr auch noch einen Erfolg dafür, und zwar ist das der Erfolg Zandalar für immer. Bei diesem Erfolg braucht ihr einmal noch 5 andere Erfolge, um den komplett abzuschließen. Und zwar ist das einmal der Thron von Suldasar, das ist das finstere Herz von Nasmir, als auch Geheimnisse im Sand, blutige Angelegenheit und das letzte Siegel. 3 davon sind einfach die Zonen ausquesten und die letzten 2 gibt es dann für die finalen Szenarien, die man dort abschließen muss. Das ist allerdings noch nicht genug, denn ihr braucht auch noch zusätzlich einen zweiten Erfolg, und das ist der Erfolg Wogen der Rache. Dabei müsst ihr die Kriegskampagne auf Seite der Horde beenden und auch das zeige ich euch hier im Video. Jedoch fangen wir zuallererst mit dem Achievement der Quests an, wo wir erstmal Suldasar, Nasmir als auch Voldun ausquesten müssen. Habt ihr bisher mit den Quests noch gar nicht angefangen, dann zeige ich euch von hier weg alles an, was ihr denn hier machen müsst, um die Questreihen jeweils anzufangen. Solltet ihr in einem der Zonen bereits schon mal begonnen haben, könnt ihr jederzeit mit M die Karte öffnen, könnt ihr die mit Rechtsklick ein paar Mal raus, klickt auf Zandalar und könnt dann auf die einzelnen Questzonen hier drauf drücken. Rechts neben der Karte seht ihr dann auch den Geschichtsfortschritt und das seht ihr automatisch, bei welchem Kapitel ihr aufgehört habt. Das gilt für alle der 3 Zonen. Wenn ihr allerdings noch gar nicht in BFA unterwegs wart, wie ich zum Beispiel mit diesem Charakter hier, dann zeige ich euch, wo man denn hier das Ganze anfangen kann. Als allererstes wäre es gut, wenn ihr mit dem Charakter auf Stufe 60 das macht, dass ihr hier rechts oben einmal kurz auf die Lupe drückt, anschließend hier runter geht und bei niedrigstufige Quests einmal einen Haken setzt. Warum? Das seht ihr schon hinter mir, denn ist das hier nicht drinnen, dann sehen wir hinter uns bei dem Ork, dass hier keine Quest aufploppt. Allerdings, wenn wir das anmachen, dann sehen wir automatisch immer das Ausrufezeichen, einmal über ihm, als auch hier auf der Karte einmal. Und zwar ist das hier nirgends anders als in Orgrimmar, direkt hier in der Mitte beim Tal der Stärke vor dem Haupthaus. Denn hier bei dem Ork, da kriegt ihr gleich die erste Quest und das ist die Quest Battle for Azeroth Missionsrichtlinien. Würdet ihr alternativ auch in Zandalar kriegen, könnt ihr aber auch gleich in Orgrimmar annehmen, denn dafür müsst ihr hier als allererstes mal mit Sylvanas Windläufer reden. Habt ihr euch einmal kurz ins Haupthaus begeben, fängt doch schon eine Cutscene an und nach der Cutscene könnt ihr direkt wieder rausgehen und ins Gasthaus gegenüber spazieren, denn hier wartet Nathanos Pestro auf euch, wo ihr die Quest hier gleich abgeben könnt. Habt ihr die Quest abgegeben, könnt ihr hier gleich eine Folgequest annehmen, und zwar ist das die Quest Flucht aus Sturmwind. Solltet ihr hier noch niemals dieses Szenario gespielt haben, dann müsst ihr das zuerst beenden, indem ihr den Trank nehmt und anschließend ihm folgt. Also auch ganz einfache Anweisungen mit Szenario befolgt, solltet ihr wirklich keinerlei Probleme haben. Da das Video aber so schon lang genug ist, skippen wir das in unserem Fall. Das heißt, wenn ihr das noch machen müsst, Trank nehmen und einfach Nathanos folgen, dann kommt er noch Sturmwind rein. Ansonsten habt ihr das schon mal gemacht, könnt ihr einfach mit ihm sprechen und hier skippen, dass er das Ganze bereits kennt. Nach beendetem Szenario bzw. nach dem Skippen vom Szenario kommt ihr dann auch schon im Hafen von Zandalar an. Da könnt ihr dann die Quest bei dem guten Pestrofer direkt wieder abgeben und könnt dann im Anschluss hier mit Prinzessin Talanji reden, der ihr ganz einfach nur folgen müsst, bis ihr ganz oben angekommen seid. Oben angekommen, gleich wieder das Ganze bei General Yakrazet abgeben. Dann kriegen wir die Quest Rastakan, die können wir ebenfalls wieder annehmen und müssen hier einmal mit dem Dino nach oben fliegen. Angekommen müssen wir hier nur einmal kurz mit der guten Talanji reden für eine erneute Cutscene. Jetzt das Ganze einmal bei
König Rastakhan abgeben. Der gibt uns jetzt die Quest Stimme der Horde. Dabei müssen wir hier nur einmal kurz mit der guten Zulani reden, als auch dann mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Unten angekommen, einmal beim großen Siegel raus und das Hordenbanner hier platzieren. Dann hier drinnen braucht er eher einfach nur einmal hier in der Mitte stehen, einmal im Portalraum, als auch unter mir in der Bank. Und dann, wenn Dalanji hier komplett reinspaziert ist, können wir hier einmal mit ihr reden, als auch die Quest hier wieder abgeben. Und dann kriegen wir hier schon Willkommen in Zandala. Als nächstes können wir dann mit der Speerkarte hier gleich interagieren, die dann auch gleich die Hauptquestreihen der jeweiligen Gebiete startet. Um das jetzt ein bisschen übersichtlich zu gestalten, fangen wir als allererstes hier mit Suldas an. Wenn wir die erste Quest hierfür angenommen haben, dann richten wir uns hier einmal zu Dalanji und geben die Quest hier ab und können hier gleich die Folgequest auch wieder bei ihr annehmen, und zwar des Königs Vertrauen. Was wir allerdings noch annehmen, ist gleich rechts neben uns die Quest von Nathanus Pestrofer, denn das ist die Quest, die Kriegskampagne, die brauchen wir dann für den Wogen der Racheerfolg. Das können wir also ebenfalls schon mal akzeptieren. Dann brauchen wir nur einmal wieder an die Spitze der Pyramide mit dem Aufzug nach oben fahren oder fliegen, wenn ihr es denn schon freigeschalten habt, und können dann hier mit König Rastakhan einmal sprechen und die Quest hier beenden. Die Folgequest direkt annehmen, und das ist die Quest Tal Gurub. Die Quest hier rechts neben uns können wir ebenfalls noch starten. Das ist einmal die Quest von Zulani, der Hafen von Zandala, als auch die Quest von Yasma, und das ist die Quest der Rat der Zanchuli. Der Rat der Zanchuli ist die erste Quest, die wir hier abschließen, beziehungsweise die erste Questreihe. Dafür braucht ihr hier in Zandala nur hier nach vorne fliegen. Da wartet auch gleich die Kriegsdruidin Loti auf uns. Können das abgeben und können hier die Quest Verbotene Praktiken einmal annehmen. Wobei wir hier einfach nur die Kultisten aufdecken müssen, indem wir neben denen mit der roten Robe gekleideten Trollen hier einfach die Totems aufstellen. Haben wir den neuen Kultisten ausfindig gemacht, können wir hier mit Hexfürst Ral reden, können die Quest wieder abgeben und kriegen jetzt Offensive Defensive. Dabei können wir das Ganze annehmen. Einmal da vorne mit dem Schwingenfürst Atta reden und im Anschluss müssen wir hier einfach nur Totems werfen. Am Ende kommen wir wieder bei Loti raus, können die Quest hier gleich wieder beenden, nachdem wir uns ein Item ausgesucht haben. Dann geht es hier gleich weiter mit Terofaxen die Dicke, als auch die Ordnung wiederherstellen. Nachdem wir die hier vermöbelt haben, können wir das bei Hexfürst Ral direkt wieder abgeben und sollten hier im Anschluss gleich wieder eine Quest kriegen, und zwar mit voller Hingabe. Dafür brauchen wir uns nur einmal hier durch den Tempel durchkämpfen, um die drei großen Wächter zu zerstören. Dann wartet Loti hier schon fast an der Spitze auf uns, können wieder abgeben und kriegen Höhendroll als letzte Quest hier oben und können ganz oben einfach den Gegner besiegen. Habt ihr auch den guten Drollberserker besiegt, könnt ihr das wieder bei Loti abgeben, könnt ihr euch hier wieder für eine Belohnung entscheiden, und jetzt müsst ihr zwischen einem der zwei Lore wählen. Ich für meinen Fall in dem Video nehme hier Gong, das ist der Raptor hier vor uns. Das hat nicht allzu viele Auswirkungen, außer dass ihr hier eine zusätzliche Quest habt, die ihr abgeben könnt. Und wählt der Gong, habt ihr in Zukunft hier diese Totems von Gong, womit ihr hier einfach den Fallschaden halbiert, als auch mehr Bewegungsgeschwindigkeit habt, nachdem ihr so ein Totem gefunden habt. Aber alles in allem macht das jetzt nicht allzu viel aus. Ansonsten, weil wir uns für Gong entschieden haben, können wir uns jetzt hier mit ihm einmal unterhalten. Dazu können wir hier einfach auf der Seite runterspringen und laufen zu Gong selber. Entscheidet ihr euch für den anderen, dann müsst ihr euch zu diesem begeben. Habt ihr mit Gong oder dem anderen geredet, braucht ihr die Quest im Anschluss nicht gleich hier oben abgeben, sondern geht als nächstes hier rüber, und zwar zu Tal Gurub. Da wartet Zul der Prophet bereits auf uns, bei dem können wir wieder hier eine Quest abgeben, als auch hier ein wenig mehr Körper, die Urne der Stimmen, als auch hier weiter vorne bei Izidas Geist die Quest Nahrung für das Voodoo annehmen. Wenn wir hier alles sabotiert haben, können wir hier einmal bei der Fackel die Quest Nahrung für das Voodoo abgeben, als auch beim guten Zul dem Propheten die restlichen zwei Quests, die wir hier gerade eben abgeschlossen haben. Dann geht's weiter mit Vol'Jambos Arroganz. Hierbei brauchen wir nur drei Masken zerstören und anschließend warten, bis Zul hier oben mit seiner Urne angekommen ist, und können hier ebenfalls wieder ein Quest-Item aussuchen. Dann haben wir hier Zuls ethisches Dilemma, als auch Zuwem Bibroy. Da nehmen wir wieder gleich beide an. Und wenn ich hier nach vorne reingeht, dann könnt ihr hier die Vorräte der Yambani auch annehmen. Dazu müsst ihr nur 8 dieser Kisten zerstören. Jetzt könnt ihr also alle drei Quests wiederum bei Zul abgeben und kriegt dann hier im Anschluss die Quest Das Schicksal erzwingen. Sabotage wurde abgeschlossen, könnt ihr wieder abgeben, und dann kriegen wir hier überraschende Wendung. Haben wir den Guten dann besiegt, können wir es wieder bei Zul der Prophet abgeben und kriegen die Quest Falsche Prophet. Prophezeiung. Bevor wir auch wieder die Quest Falsche Prophezeiung abgeben, begeben wir uns erstmal ganz nach unten zum Hafen und machen hier der Hafen von Zandala weiter. Hier können wir bei Zulani wieder die Quest abgeben und können Erpressung einmal annehmen, als auch von Yasma hier die Quest Das Wort des Zul.
Und diese zwei Missionen können wir auch gleich wieder bei denselben NPCs abgeben. Dann kriegen wir von Zulani hier die Quest Abschreckung und bei Yasma können wir ebenfalls kurz die Quest beenden und kriegen hier gleich Strafaktion in Talaman als auch Strafaktion in Talfarak. Und erneut können wir die Quests bei den zwei NPCs hier wieder abgeben, können uns auch hier wieder was aussuchen, dann bei Yasma genau dasselbe und sollten dann hier eigentlich wieder eine Folgequest erhalten, und zwar von Zulani die Quest Königlicher Bericht. Die Quest rund um Gonk oder den anderen Lore können wir einfach hier wieder bei Lotti einmal abgeben und kriegen dann die Folgequest Abgemacht ist abgemacht, haben auch gleich einen der ersten Questfortschritte erhalten und zwar der Rat der Zanchuli. Bei der Quest müssen wir ebenfalls hier mit König Rastakhan sprechen und das trifft sich gut, weil da müssen wir für die restlichen drei Quests ebenfalls hoch. Jetzt können wir also an der Spitze einmal bei Habutu die Quest abgeben und kriegen dann der Hafen von Zandala. Und bei Rastakhan können wir die zwei anderen Quests abgeben, einmal falsche Prophezeiung, kriegen hier Omen und Prophezeiung. Und die nächste Quest können wir ebenfalls noch abschließen und kriegen dann hier ein Hafen in Not. Diese Quest können wir wieder bei Zulani am Hafen hier links unten einmal abgeben und da gibt es gleich wieder mehrere Quests und zwar einmal der Zorn der Zandalari, als auch von Habutu hier kein Troll wird zurückgelassen. Und ein Stück die Treppe hoch haben wir auch noch Kasachin, der Wellenbinder und hier gibt es die Quest Geistiges Eigentum. Auch das können wir wieder ganz einfach hier abgeben bei Zulani, Habutu als auch dem guten Kasachin und kriegen hier nochmal drei Quests und zwar einmal Demonstration der Stärke. Alles zerfällt und hier weiter drüben gibt es dann noch die Quest, heißt das Voodoo Willkommen. Und auch hier wieder haben wir alles abgeschlossen, wartet der Gute hier schon am Steg auf uns in dieser kleinen Kuppel. Auch hier können wir ihm wieder gleich alle drei Quests in die Hand drücken, damit wir die hier abgeschlossen haben und kriegen hier dann Sturz des Donners. Dafür brauchen wir hier nur aufs Schiff zu gehen. Und nach dem Tod von Kriegsherr Kao können wir wieder zurück zu ihm, können das hier einmal abgeben und kriegen jetzt Prophetenplan. Und dabei werden wir von alleine hier von dem guten Narbenschnabel nach oben geflogen. Nach einer kurzen Cutscene mit dem Verrat an Rastakhan können wir hier bei Bane Bluetooth im Haupthaus hier wieder alles abgeben und haben damit das nächste Kapitel der Kriegshafen der Rastari. Jetzt gibt es hier gleich zwei Quests und zwar ist es einmal die Terrasse der Auserwählten als auch der verwundete König. Zuerst machen wir hier die Terrasse der Auserwählten, einfach weil es näher liegt und können hier wieder bei Kasachin die Quest abgeben. Kriegen hier als Folgequest gleich wieder zwei Stück und zwar Zanchuli-Verräter als auch Gefangene retten. Das können wir bei Kriegsdruidin Loti abgeben, die wartet wieder vor dem Tempel, wo wir bereits schon mal drinnen waren. Das können wir dann nämlich hier alles abschließen und kriegen sie hier gleich als Anhängerin. Und dann kriegen wir hier die Quest Ral als auch Wände haben Ohren, wobei wir hier wieder in den Tempel hinein müssen. Und haben wir uns auch hier wieder an die Spitze gekämpft, können wir wieder bei Loti einmal die erste Quest abgeben, als auch bei dem guten Ral, der hier schon gefangen hängt, die zweite Quest. Und als nächstes läuft er hier kurz nach drüben und dann gibt es hier bei ihm gleich die Folgequest. Und zwar ist das hier Mitternacht im Garten der Lohr. Da werden wir praktischerweise gleich wieder rübergeflogen und können hier wieder mit Loti sprechen. Können das wieder abgeben und kriegen einmal der Jäger als auch von Ral uralte Göttin. Die müssen wir hier nur aus dem jeweiligen Ritual befreien. Haben wir Paku befreit, indem wir die vier NPCs rundherum töten, können wir die Quest hier gleich beenden. Und der gute Gonk, der hat sich mehr oder weniger selbst befreit. Bei dem brauchen wir nur reingehen und dann kurzerhand die Quest hier beenden. Haben wir das erledigt, dann stürmt auch schon die Akolytin Mali auf uns zu und bringt uns hier gleich die nächste Quest und zwar die Herrin der Lügen. Dabei sehen wir nämlich eine coole alte Bekannte und zwar Shadra, die hier von Yasma die Macht entzogen kriegt. Shadra hat man nämlich schon mal gesehen im Hinterland, wer bereits seit Classic dort mal die Questreihe beendet hat. Ansonsten können wir nach dem Abschluss von dem Ganzen das bei Kriegsdruidin Loti wieder abgeben und haben somit das nächste Kapitel beendet und zwar Netz der Lügen. Jetzt geht's weiter rund um die Geschichte von Rastakhan. Dazu müssen wir hier einmal auf die andere Seite und zwar rechts oben. Dort finden wir wieder Zulani, die ihn hier bewacht. Und können hier die Quest einmal beenden. In Born Samdis Schatten ist hier gleich die Folgequest. Haben wir uns mit den Zweien unterhalten, dann gibt es hier auch gleich die Folgequest nach der Abgabe. Und zwar kriegen wir hier uralte Tortulianer-Arznei als auch von Jamil. Hier die Quest der Geruch der Vergeltung. Und wenn wir die Hütte hier einmal verlassen, hat Zulani ebenfalls noch eine Quest und zwar keine sichere Zuflucht. Was sie hier ebenfalls noch annehmen sollte, das ist hier vorne in der Nähe des Dorfes und zwar ganz hier vorne an der Spitze der Küste. Da haben wir nämlich eine Einwohnerin und die gibt uns die Quest Verrat der Lore-Sprecherin. Alle Quests können wir dann wieder zurückbringen zum Hause des Joll. Da können wir das nämlich alles wieder beenden und kriegen hier gleich die Folgequest Körper und Geist heilen, wo dem Guten hier kurz bei
stehen müssen, indem wir hier einmal die Sprechblase anklicken. Dann müsst ihr dem guten Jol einfach nur immer die Zutaten bringen, zum Beispiel die Gewürze hier auf der Kante oder hier oben einmal die Flasche oder das Gerinnungspulver beziehungsweise hier die Karte und einmal in den Topf umrühren und dann habt ihr das hier auch schon geschafft. Könnt die Quest dann hier wieder abgeben und dann kriegen wir hier gleich die nächste Quest und zwar der Wille des Loas. Dazu brauchen wir hier nur Götze auf diesen Sockel zu stellen, dann kommt der gute Resan auch schon zu uns, können wir einmal mit ihm reden und müssen dann hier kurz die Seele von Rastakhan befreien. Haben wir die Seele zurückgebracht, können wir dann mit König Rastakhan ganz einfach wieder reden und können hier Suls Meuterei als auch die Rastakhans Macht annehmen. Das sei mal der Name seines Schiffes hier. Und von Solani gibt es dann auch noch einen merkwürdiger Anlaufhafen. Und zwar, weil ich das selber ganz am Anfang mal verwirrt war, als ich zum ersten Mal diese Questreihe gespielt habe. Ihr müsst ja hier auf das Schiff, das hier im Meer drinnen ist. Und da wusste ich selber nicht, wie man hochkommt, denn die Dinger werden nicht hervorgehoben. Solltet ihr Fliegen haben, könnt ihr einfach hochfliegen. Wenn ihr es nicht habt, dann seht ihr hier direkt vorne diese Seile runter. Die könnt ihr einmal andrücken und dann springt ihr hier einfach Stück für Stück nach oben, bis ihr schlussendlich an Deck seid. Haben wir uns durch die doch sehr engen Gänge des Schiffes durchgedrückt. Vor allem als Taure können wir wieder zurück zum Haus des Jol und können bei Rastakhan die drei Aufträge hier gleich wieder beenden und sollten hier im Anschluss gleich eine Quest kriegen und zwar der Tempel von Resan. Dazu brauchen wir nur ein Stück die Straße hoch und finden Rastakhan direkt wieder vor uns und kriegen hier gleich wieder neue Quests und zwar Haus des Königs als auch von Zulani hier die Quest Köpfe werden rollen. Diese zwei Quests können wir hier an Resans Thron einmal abgeben, bei Solani als auch Rastakhan und erhalten hier von Rastakhan gleich gemeinsame Ketzerei. Nach dem Tod der zwei Mogu, einmal rechts als auch links, können wir das wieder bei Rastakhan beenden und kriegen dann, wer den Loa opfert. Die Opferung wurde einmal aufgehalten, können dann hier mit dem König Rastakhan reden und können uns dann hier aus dem Staub machen, zusammen mit Resan. Damit sind wir beim Schuppenhandelsaußenposten angelangt und können hier wiederum mit Resan sprechen, wo wir die Quest beenden können und damit den vorletzten Part bekommen, und zwar Teile des Volkes. Dann geht es auch schon weiter mit König Rastakhan, und zwar König oder Beute. Der schickt uns wiederum zu Bane Bluetooth im großen Siegel. Da können wir das Ganze gleich wieder abgeben. Und die Folgequest, die wir jetzt hier brauchen, das ist die Quest Die Jagd auf Sul. Hierfür müssen wir nur wieder ein Stück nach unten reisen. Das sehen wir schon auf die Brücke, da warten auch schon direkt alle auf uns. Können das wieder bei Rastakhan hier beenden und kriegen dann hier das Kriegsrudel als Quest. Bei Gonk angekommen, können wir das wieder beenden und kriegen hier gleich einmal die Quest Ketzer, als auch die Quest von der Kriegsdruidin Loti, und zwar die ganze Prophezeiung. Auch hier wieder, wenn wir für die Verwüstung gesorgt haben, bei den guten Mogu als auch den Verrätern von Sul, verfolgt uns Loti ja sowieso schon. Das heißt, eine Quest können wir bei ihr beenden, als auch bei Rahl die zweite Quest und kriegen dann hier die goldene Stadt. Dazu müssen wir hier nur mit Ata hochfliegen, als auch ein paar Mal auf die Feinde schießen. Damit wären wir auch schon vor Adal-Dassar, also der 5-Spieler-Instanz, angekommen, können hier bei Resan die Quest wieder abgeben und kriegen dann hier der Schachzug des Königs. Solltet ihr hier nach dem traurigen Schicksal von Resan das Problem haben, dass Rastakhan nicht hier vorne steht, könnt ihr einfach wieder einmal ganz kurz aus der Zone hier rauslaufen, das heißt vorne beim Instanzenausgang einmal raus, bis der Name switcht, dann wieder rein, dann sollte er wieder vorne stehen und dann müsst ihr ihn langsam begleiten, damit er nicht zu schnell läuft, denn sonst spawnt er hier vorne nicht. Dann können wir die Quest abgeben, der Schachzug des Königs, und damit haben wir den ersten Part abgeschlossen, und zwar der Thron von Suldasar. Die Quest, die wir dann noch annehmen können, das ist hier die Quest von finsteren Taten und finsteren Tagen. Und die geben wir dann hier noch ganz kurz bei Prinzessin Talanchi einmal ab. Damit geht unsere Reise weiter, das erste Questziel wurde abgeschlossen, deswegen können wir jetzt hier an der Spielkarte erneut auswählen, dass wir in das nächste Gebiet wollen, und zwar diesmal nach Nasmir. Auch das müssen wir hier wieder einmal kurz bei Prinzessin Talanchi abgeben, um die Folgequest Reise nach Nasmir zu bekommen. Dafür geht ihr einmal kurz nach draußen zum Flugmeister, denn der gute Rokan wartet hier schon auf uns, können die Quest hier wieder beenden und kriegen Nasmir, der verbotene Sumpf, wobei wir hier einfach mit dem Flugmeister rübergeflogen werden. Ihr begleitet uns ebenfalls die Prinzessin, bei der wir auch gleich die Quest beenden können und kriegen hier in die Finsternis. Dabei brauchen wir sie nur noch vorne begleiten, können diese gleich bei ihr wieder abgeben und kriegen dann hier Lasst keinen am Leben, als auch unangemessenes Begräbnis. Ein paar Trollleichen später können wir wieder zu Prinzessin Talanchi zurück, können beide Quests hier wieder bei ihr beenden und kriegen im Anschluss die Quest Das Ende der Blutrolle. Hier müssen wir nur so lange kämpfen, bis das Rollenspiel-Event vorbei ist und dann können wir wieder mit Talanchi reden und kriegen hier gleich die Quest Eine Zeit der Offenbarung. Die bringt uns hier auch gleich dann zu dem ersten Außenposten, nachdem wir hier geflohen sind, wo wir auch wieder die Quest hier beenden und die Hilfe der Loa hier annehmen können.
können. Nach einer kurzen Erklärung über die Lore können wir ebenfalls die Quest hier wieder beenden, haben damit schon mal das erste Kapitel tief im Sumpf. Dann geht's auch gleich weiter, und zwar der Schatten des Todes ist hier das nächste, was wir hier annehmen können. Dafür durchsuchen wir ein paar der hinterlassenen Spuren und finden dabei Han Sabu. Bei dem können wir dann die Quest hier einmal beenden und kriegen dann die Seelenausmerzung. Hierfür brauchen wir wieder nur einen NPC umhauen, als auch zum nächsten Außenposten zu rennen, wo Han Sabu schon wieder auf uns wartet, können die Quest wiederum bei ihm beenden und kriegen dann spirituelle Wiederherstellung. Dabei helfen wir ihm einfach hier nur, das Ganze wieder zurechtzubringen. Wenn wir für Ordnung gesorgt haben, können wir das Ganze bei Han Sabu wieder abgeben. Nach einem kurzen Rollenspiel-Event landet hier der gute Kiyabu. Dann können wir bei Han Sabu einmal die Nekropole annehmen, als auch hier nebenan die Quest nach außen ein Blutroll. Dafür machen wir hier ein kurzes Ritual, indem wir die Köpfe hier auf die Urnen platzieren und im Anschluss wieder hier mit ihm reden, damit das Ritual hier einmal startet. Nach beendetem Ritual können wir das wieder bei ihm abschließen und kriegen hier heimlich nach Zalamar. Als nächstes machen wir erstmal weiter mit der Quest rund um Bonsamdi, und dazu können wir bei Han Sabu wieder ganz vorne am Tempel bei der Nekropole hier die Quest beenden und kriegen dann als Folgequest ein Tribut für den Tod. Haben wir das Ritual beendet, dann dürfen wir hier zu Bonsamdi rein in den Tempel, da können wir wieder die Quest beenden und kriegen hier gleich drei Stück, und zwar Überreste der Verdammten, der entweihte Tempel, als auch die Heimsuchung der Toten. Alle drei Quests abgeschlossen, geht's wieder zurück zu Bonsamdi in seinen Tempel, wo wir das anschließend auch gleich wieder hier beenden können. Und dann, wenn wir uns hier eine Belohnung ausgesucht haben, geht's weiter mit der Quest Ein einsamer Geist. Auch hier könnt ihr das Ganze wieder bei Koila abgeben. Ihr könnt aber auch alternativ die Quest schon, während ihr die anderen erledigt, hier einfach annehmen. Dann fehlt euch nämlich diese Folgequest, dann müsst ihr das hier nicht machen. Ansonsten kriegen wir hier die trostlose Seele, wo wir hier ihre Mutter finden müssen. Und das können wir dann wiederum bei Bonsamdi abgeben und kriegen dann hier noch Seelen gebunden. Dazu brauchen wir nur vorne draußen mit Bonsamdi ein kleines Szenario machen, wo wir hier die Blutmutter töten müssen. Und wenn wir das hier wiederum beenden, kriegen wir hier noch die Quest Wir sehen uns wieder. Und wenn wir die wiederum bei den Ruinen von Sobal abgeben, dann kriegen wir hier gleich das nächste Kapitel abgeschlossen, und zwar ein Pakt mit dem Tod. Und damit können wir auch schon weiter hierfür heimlich nach Zalamar. Dafür müssen wir wiederum unseren Kontaktmann finden, und bei dem können wir dann in der Hütte, nachdem wir ihn gefolgt sind, die Quest abgeben, als auch Zalamar isoliert und Pflichten eines Blutrolls annehmen. Haben wir hier ein bisschen für Unruhe gesorgt, können wir auch gleich das Ganze nochmal bei ihm in der Hütte abgeben, und dann sehen wir auch schon, dass unsere Verkleidung hier fehlschlägt. Sind wir aus der Verkleidung raus, gibt er uns auch gleich hier die nächsten Quests, und zwar die Brut vergiften, als auch Zeichen der Fledermaus. Bei den drei NPCs, die ihr spezifisch killen müsst, dürft ihr nicht vergessen, dass ihr die auch plündert, denn sonst schließt das hier natürlich nicht ab. Und auch hier wieder zurück ins Haus, nochmal alles abgeben, und dann kriegen wir hier gleich wieder eine Folgequest, und zwar nach dem kleinen RP-Event, wo uns Hirek hier einmal kurz aufmerksam macht, dass er weiß, dass wir hier sind, und da kriegen wir auch gleich die Quest dafür, und zwar Hirek, der Fledermaus-Lore. Nach dem kurzen Kampf gegen ihn stellen wir uns hier kurz tot, nach einer Zeit steht er davon alleine wieder auf, und dann können wir hier die Folgequest erstmal abgeben, beziehungsweise überhaupt annehmen, und zwar Tod eines Loas. Dazu müssen wir ihn hier nur in der Höhle dann besiegen. Wenn wir das erledigt haben, wieder zurück zu dem Guten, der steht dann wieder auf, können die Quest hier bei ihm beenden und kriegen hier rauf und immer weiter. Dazu können wir in den Ruinen von Sobal hier einmal dem guten Kiyabu die Nachricht überbringen und dann im Anschluss hier die Quest beenden. Was sehen wir schon? Wir haben jetzt auch Kapitel 3 abgeschlossen. Und daraufhin gibt es hier die Quest Jagd auf Zadrax. Jetzt haben wir zwei Quests zur Auswahl, und die Quest, die uns interessiert, das ist die Quest von Prinzessin Talanji. Und zwar ist es hier die Quest Ein Wiedersehen. Dabei brauchen wir nur ganz kurz mit ihr reden, dann können wir das nämlich direkt wieder abschließen und kriegen dann von Lushk hier direkt neben ihr Torga, der Schildkrötenlore. Müssen dabei auf dem Weg mit einem der Tortulianer sprechen, und wenn wir dann vorne ankommen, kommt nach einem kurzen RP-Event hier Talanji wieder her und können dann die Quest hier bei ihr auch direkt beenden. Die nächste Quest ist hier Bitte an Bonsamdi, und dabei müssen wir ihn hier nur kurz beschwören. Haben wir das gemacht, können wir das direkt wieder neben ihr abgeben hier und kriegen hier gleich mehrere Quests, und zwar das Ende aller Beschwörungen. Wir kriegen von Lushk die Quest Explodierende Sauger. Und von Bonsamdi selber kriegen wir noch die Quest Seelen für den Todeslore. Und auch hier wieder kurzerhand alles bei den dreien abgeben, und Bonsamdi gibt uns die Folgequest Mit den Toten sprechen. Dabei brauchen wir hier nur kurz einmal mit ihm interagieren und uns anschließend hier das RP-Event ansehen. Haben wir das Schicksal von Torga hier gesehen, können wir die Quest bei Talanji wieder abgeben und kriegen anschließend von Kisha hier negatives Blut. Für die Quest müsst ihr nur immer auf die Blutkugeln drücken und dann auf diese Rolle, die ihr hier im Inventar mit euch tragt, und anschließend noch eine dieser Rollen am Boden sammeln.
sammeln die dort rumliegen und können dann hier vorne in der Höhle das Ganze bei Kisha wieder abgeben und kriegen hier gleich als nächstes die Hand des Schicksals. Wenn ihr mit der Hand die 50 Gegner erledigt habt, werdet ihr von alleine direkt wieder zu Kisha gebracht, da könnt ihr das auch hier wieder abgeben. Dann kriegen wir hier gleich Loa-freie Ernährung. Vom Talanji kriegen wir einmal den Boden Heiligen und von Lashk nebenan kriegen wir hier der Schädel, der Schädelberster zu bersten. Zurück am Altar können wir das Ganze wieder abgeben und kriegen hier dann noch Jungo, Herold von Gehun. Damit ihr den Kampf gegen Jungo starten könnt, braucht ihr nur einmal in die Kuppel reinrennen bzw. den Boss hier einmal anhauen, wenn er noch immun ist, denn nach kurzer Zeit kommen hier die drei NPCs angerannt und helfen euch dabei. Jetzt geht's wieder zurück zum Altar und da können wir das hier wieder beenden und kriegen dann von Lashk noch hier die letzte Quest für diese Reihe hier und das ist Thorgas ewige Rückkehr. Dabei kriegt ihr so eine Rolle, die könnt ihr wieder bei den Quest-Items hier rechts oben anklicken und dann sehen wir hier schon, da kommt die neue Gestalt von Thorga, also von der Schildkröte, die hier vorne leider zugrunde gegangen ist und können das hier bei Kisha wieder abgeben und kriegen damit den nächsten Fortschritt und zwar Cowabunga. Jetzt kriegen wir hier auch gleich die nächste Quest und zwar zum Trübsumpf. Auf dem Weg hierhin müssen wir ein paar Tortolianer rekrutieren und können dann, wenn wir beim Trübsumpf ankommen, hier gleich mal mit Rokan reden bzw. die Quest beenden, als auch hier die Folgequest annehmen und zwar die Nachricht kommt an. Die zweite Quest, die wir hier ebenfalls gleich annehmen können, das ist bei Schattenjägerin Mutumba und zwar trägt die den Namen im Verborgenen bleiben. Wir können zwar auf dem Weg hierhin direkt mit der Rakete interagieren, damit wir bei Rokan die Quest wieder abgeben können, gehen allerdings zuallererst hier zu Hexendoktor Zetimo. Da gehen wir die Quest im Verborgenen bleiben wiederum ab und kriegen hier Jagd den Jäger, als auch die Quest Gefallene Götzen. Und wenn ihr ein bisschen weiter nach vorne rennt, dann kriegt ihr hier auch gleich noch eine Quest und zwar von Magasch der Giftige kriegen wir hier noch Giftige Berührung. Alle drei Quests können wir ein bisschen weiter nach vorne tragen und zwar in Kragwas Höhle, wo auch schon der riesen Froschlor auf uns wartet, der nimmt uns auch gleich alle drei Quests ab, die wir hier gerade angenommen haben. Wenn wir die alle abgegeben haben, kriegen wir hier der letzte Hexendoktor von Kragwa. Dafür braucht ihr nur einmal mit dem Zepter als auch mit dem toten Hexendoktor hier zu interagieren und könnt das wieder bei Kragwa hier abgeben. Jetzt kriegen wir ein wahrer Loa-Festschmaus und ein zauberhaftes Leuchten. Jetzt haben wir ihm hier seine Festmahl zusammengesammelt. Das können wir ihm dann direkt hier vorbeibringen. Und wenn wir das abgegeben haben, gibt es hier totemische Wiederherstellung. Das brauchen wir nur annehmen und dann sehen wir hier diese drei kleinen Totems vorne und mit denen braucht er einfach nur interagieren. Das können wir wiederum einmal bei ihm abgeben und kriegen hier Kragwa, der Schreckliche. Nachdem wir diese etwas lustigere Quest, wo wir die Trolle hier einmal snacken, bei Kragwa wieder abgeben, kriegen wir auch gleich das nächste Kapitel und zwar Freund der Frösche. Die Folgequest von Kragwa, die brauchen wir hier nicht, sondern wir nehmen nur die Quest von Schattenjägerin Mutumba und zwar Kragwas Hilfe. Jetzt können wir wieder zurück zum Trübsumpf, da können wir einmal bei Talanji die Quest von Kragwa abgeben, als auch von Rokan die Quest, die wir vorher schon angenommen hatten und kriegen jetzt hier Treffen mit der Goldkelch. Da treffen wir auch den altbekannten Goblin-Drupp, den kennt man ja schon, wenn man zum Beispiel mal in Azshara gequestet hat. Da kann man gleich wieder die Quest einmal beenden und kriegen hier Kein Goblin wird zurückgelassen von Flick. Dann von Ticker kriegen wir hier Rache heiß serviert. Haben wir den restlichen Part des Goblin-Drupps hier erstmal befreit und ein paar von den Bestien hier gesprengt, können wir das hier wieder abgeben gehen. Und kriegen hier gleich mehrere Quests als Folgequest und zwar Kopf der Schlange von Flick. Von Ticker gibt es hier keine Plan B. Und dann haben wir von Molch noch Hamstern und Hehlen. Auch das können wir wieder alles zu ihnen zurückbringen und Flick gibt uns hier dann Einsatzbeurteilung. Jetzt können wir den riesengroßen Roboter steuern, den wir gerade eben zusammengebaut haben. Damit können wir dann hier die eingreifenden Truppen abwehren, können das wiederum beenden und kriegen dann einsatzbereit als auch hier eine extra Portion Bumm als nächstes Kapitel. Wenn ihr drüben kurz wartet, dann stellt ihr euch eine Rakete auf, die euch hier direkt zum Trübsumpf zurückschickt. Da können wir nämlich bei Talanji die Quest hier einmal beenden. Die Folgequest ploppt dann direkt hier hinter uns auf und zwar wieder mal bei Lashk und zwar ist das Schluss mit Schlummern. Dafür braucht ihr nur öfter mal mit dem Titanenhüter hier interagieren. Der droppt dann hier vorne so einen Kern und dann könnt ihr ihn aktivieren. Und wenn wir den aktiviert haben, können wir das bei ihm hier abschließen und kriegen hier gleich drei Quests und zwar Überreste bergen, verderbte Erde und Titanenhüter-Reparatur leicht gemacht. Der gute Titanenhüter Hesre läuft dann ein Stück weiter vor, nachdem wir die Quest hier abgeschlossen haben, können wir das wieder hier alles bei ihm einmal abgeben und sollten hier gleich wieder mehrere Folgequests kriegen und zwar einmal Knochenanalyse als auch unerwünschte Untote. Und ein kleines Stück weiter vorne, direkt vor der Stiege hier, kriegt er noch eine dritte Quest und zwar bei der geringen Verderbnis hier und das ist Blutläuterung. Auch die drei Quests können wir wiederum bei Hesrel abgeben und kriegen gleich nochmal drei und zwar nicht von dieser Welt, Lehre verboten, als auch Protokoll Wiederherstellung. Wenn ihr die Quest ebenfalls abgeschlossen habt, dann kommt Titanenhüter Hesrel hier von alleine wieder rein, müsst nur kurz warten, kommt so ein kurzes RP-Event
und dann können wir das hier gleich wieder beenden. Müssen aber dann auch noch hier bleiben, denn hier geht es noch ganz kurz weiter und zwar mit der Quest Eindämmungsverfahren. Damit sind wir in Nazmir eigentlich gleich schon beim letzten Kapitel angekommen, nachdem wir das hier abgeschlossen haben. Denn jetzt kriegen wir hier noch Rückkehr zum Trübsumpf. Wir werden nämlich automatisch hier wieder zurück zum Trübsumpf gebracht, wo wir das abgeben können und jetzt kriegen wir das Kapitel, was ich vorher gemeint habe, alles unter Kontrolle gebracht. Und damit fehlt uns auch schon nur noch das letzte Kapitel und das startet ebenfalls wieder bei Talanji hier und das ist unten am Fluss. Von dem Boot werden wir hier zurück in die Ruinen gebracht und da können wir dann gleich wieder hier mit Talanji interagieren, kriegen auch gleich die Folgequest und zwar Sammeln der Krieger. Das wiederum können wir auch gleich wieder hier abgeben und kriegen dann die Schlacht um die Blutfeuerschlucht. Wenn wir hier vorne ankommen, dann ploppt bei ihr gleich noch eine Quest auf und zwar unvergängliche Totems. Wenn wir uns hier durchgekämpft haben, dann kriegen wir von Talanji der Weg des Schmerzes als auch hier von Flick die Quest, die Bombe macht Bumm. Wenn wir auch die letzte Barriere zerstört haben, laufen wieder alle hier mit uns ein bisschen weiter nach vorne, wo wir es gleich wieder beenden können und kriegen als nächstes Gelegenheit macht Ziele. Da müssen wir Talanji einfach nur bei diesem, ja, mehr oder weniger Harry Potter ähnlichen Kampf kurz beistehen, können das hier wieder beenden und kriegen dann eine kleine Cutscene. Nach der Cutscene hat sie hier gleich die nächste Quest für uns und zwar Bittgesuch an Kragwar. Wenn wir mit Kragwar geredet haben, der direkt einfach hinter uns runterdroppt, dann springt er hier mit uns auf diese Brücke, dann können wir dabei Talanji die Quest beenden und kriegen die finale Quest Athenas Tod. Und nach ihrem Ableben kommt hier nochmal eine kurze Cutscene und wir dürfen hier mit Prinzessin Talanji reden, uns ein Quest-Item aussuchen und werden hier mit dem nächsten Erfolg belohnt, und zwar das finstere Herz von Nazmir. Als nächstes können wir hier gleich mit Rokan neben uns reden, er gibt uns nämlich die Quest die Verderbnis in der Tiefe. Das können wir vorm Instanzeneingang bei Titanenhüter Hesrel abgeben. Die Folgequest von ihm interessiert uns nicht, alles was wir wollen jetzt ist von Rokan den Fall des Imperiums aufhalten. Und damit geht's erneut zurück nach Dasar Alor. Dort können wir nämlich jetzt mit Bane Bluetooth einmal die Quest abgeben, den Fall des Imperiums aufhalten. Dann können wir hier gleich wieder zur Karte gehen. Bei der Speerkarte kriegen wir nämlich jetzt die Quest für Voldun und da können wir gleich wieder annehmen. Auch das können wir ganz einfach wieder hier bei ihr abgeben und kriegen dann die Folgequest Diskrete Gespräche. Wenn wir mit den drei NPCs in Dasar Alor geredet haben, können wir bei Klingenwache Kaya die Quest wiederum abgeben und kriegen hier Exilgerüchte als Folgequest. Nach einer kurzen Rollenspielsequenz bleibt sie hier unten stehen, können das wiederum bei ihr abgeben, kriegen die Folgequest auf in die Dünen und können dann hier mit einem der Pterodax einfach rüberfliegen. Hier werden wir auch relativ schnell dann aus der Luft geschossen und enden hier an einem Käfig. Treffen dann hier zum ersten Mal auf Nisha, da können wir das gleich wieder abgeben und kriegen hier eine Folgequest, wo wir sie bewaffnen müssen. Was ihr hier für Waffen wählt, das spielt absolut keine Rolle, einfach irgendwelche nehmen. Können das hier wieder beenden und kriegen dann gleich wieder Folgequests und zwar Antwort auf ihre Angriffe als auch Kampfgarderobe. Nisha läuft uns hier eh die ganze Zeit hinterher, das heißt, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, könnt ihr das hier auch direkt wieder bei ihr abgeben und kriegen dann auch instant die nächste Quest und zwar Angriffspläne. Dabei müssen wir hier nur Sraka killen, die steht ja auch hier schon instant neben uns. Und mit den Angriffsplänen im Inventar können wir das wiederum abgeben und kriegen hier die Quest ein explosiver Abgang und dabei brauchen wir nur hier vorne zur Kutsche zu gehen. Mit dem Wagen kommen wir dann im Vulpera Versteck an und können bei Kiro hier die Quest wiederum beenden. Da kriegen wir auch gleich das erste Kapitel für Voldun selber. Dann die nächsten Quests, die wir brauchen, das ist einmal hier heilendes Gift, als auch von Mera die Quest frisch gepresst. Das können wir dann wieder gleich zu den Zweien zurücktragen, nachdem wir die Sachen gesammelt haben, denn hier kriegen wir dann auch gleich die Folgequest und zwar ein beruhigender Balsam. Den wiederum können wir hier gleich auf Kaya benutzen, was wiederum hier auch die Quest abschließt. Nachdem sie aufgewacht ist, können wir hier die Quest bei ihr beenden und kriegen gleich drei neue Quests und zwar Suche nach Überlebenden. Von Kiro kriegen wir Kampf um den Krimskrams und dann von Mera haben wir hier noch Geheimnisse im Sand. Ein Stückchen weiter vorne kriegen wir ebenfalls noch Quests und zwar wenn wir hier am Rand der mehr oder weniger von den Salzseen hier sind, von dem Ausgetrockneten, da können wir hier bei Neri einmal die Quest Flucht mit Unterstützung. Und bei Mekaro gibt es Vogelfutter als Zusatzquest. Quests bei Mekaro und bei Neri können wir hier einmal abgeben und anschließend zurück ins Vulpera-Versteck. Haben wir auch hier bei Kiro und Kaya alles abgegeben, kriegen wir als nächstes die Spur der Kriegswache. Dabei müssen wir nur wieder hier mit dem Wagen weiterreisen. Wenn der Wagen wieder anhält, können wir bei Jorak hier gleich eine Quest beenden und kriegen auch gleich zwei neue, und zwar Grozok, der Schwarzherzige und gestohlene Säckchen. Mit Grozok am Boden als auch die fünf Säckchen im Inventar geht es wieder zurück zur
Kaya als auch Jorak, wo wir das wieder beenden können. Wenn wir das beendet haben, haben wir auch gleich hier das nächste Kapitel, und zwar Gefahren der Wüste. Bei Kaya geht es dann auch weiter bei der Quest unterwegs, und jetzt müssen wir wieder weiterreisen. Hier werden wir eben davon alleine ganz nach vorne gefahren, können bei Jorak wiederum die Quest beenden und kriegen hier die perfekte Opfergabe. Das können wir einfach ein bisschen weiter zu Akunda der Erhabene tragen, können das hier abgeben und kriegen hier gleich drei Quests, und zwar Machtvolle Leiter, Heilige Überreste und Widerlicher Befall. Auch hier wieder alle drei Quests zu Akunda zurückbringen, und dann gibt es hier Reinigung des Geistes, als auch Der Quell ist ewig. Und erneut können wir das wieder bei Akunda zurückbringen. Dann haben wir die Quest Prüfung der Wahrheit. Da können wir wieder mit Akunda reden, was sie hier auswählt. Das spielt keinerlei Rolle. Die Quest schließt dann automatisch ab und wir können bei Kaya die Folgequest annehmen. Hier sehen wir schon, die wurden alle in der Gehirnwäsche unterzogen, können dann gleich hier bei Kaya das Ganze wieder abgeben und sollten hier auf der linken Seite gleich eine Quest kriegen, und zwar ist das das Kummertal. Dazu brauchen wir nur ein bisschen weiter hier nach oben hinlaufen. Da finden wir Meiani, und bei der können wir das wiederum abgeben und kriegen hier einmal Erinnerungslücke als auch Zersplittert und Zerbrochen. Kleiner Tipp, die kurzen Cutscenes, die ihr bekommt, wenn ihr mit den Urnen redet, die könnt ihr auch einfach mit Escape skippen, die müsst ihr euch nicht ansehen, sofern euch die Geschichte hier nicht interessiert, dann seid ihr nochmal ein bisschen schneller durch das Ganze durch. Ansonsten können wir hier wiederum alles bei Meiani abgeben, und dann kriegen wir hier Heilen der Vergangenheit. Dabei müssen wir hier nur in der Höhle bei einem kleinen Event mitmachen. Nachdem wir hier die ganzen NPCs, die hier spawnen, einmal getötet haben, kommen wir hier zu Akunda und können hier die Quest bei ihm abgeben. Hier kriegen wir dann auch gleich das Ende des Wahnsinns. Dafür brauchen wir nur wieder zurückzugehen zum Tempel von Akunda, denn da sehen wir schon, dass der Gute hier ein Ritual durchführt. Dabei könnt ihr immer den Special-Button benutzen, dann kriegt ihr nämlich hier ein bisschen mehr Schaden oder ein bisschen viel mehr Schaden, dann habt ihr den nämlich schneller down. Und wenn wir den hier besiegt haben, dann sehen wir auch schon wieder eine kurze Cutscene, wo wir hier Akunda befreien. Danach können wir wieder ganz einfach hier mit Akunda reden, können die Quest beenden, und dann kommt hier ein sehr, sehr grelles Licht und auch eine Folgequest, und zwar Segen von Akunda. Den können wir uns wiederum hier einfach hinter ihm abholen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir es hier gleich wieder abgeben. Und wenn wir es hier abgegeben haben, dann kriegen wir hier von Kriegswache Rakera die nächste Quest. Und zwar ein klarer Kopf. Dabei erfahren wir alles, was passiert ist. Und wenn sie hier rausgekommen sind, können wir es wieder abgeben. Und das nächste Kapitel ist damit abgeschlossen. Und zwar das Schicksal der Kriegswache. Nächste Quest kriegen wir ebenfalls gleich wieder von ihr, und zwar Wissen der Vergangenheit, und dabei dürfen wir wieder weiterreisen. Nachdem wir den Hinterhalt hier beseitigt haben, können wir das wieder bei Rakera hier beenden und kriegen dann Durchsuchung der Ruinen. Hier müssen wir erstmal ein Gegengift für den guten Serik finden, und dazu können wir bei Yulvaba hier die Quest beenden und bei Kiro die zwei Folgequests annehmen, und zwar Krabbelnder Tod als auch Naturheilmittel. Das können wir auch gleich wieder zu Kiro zurückbringen, der gibt uns hier effektives Gegengift, damit können wir jetzt den guten Serik heilen. Danach dürfen wir auch mit ihm reden und die Quest bei ihm hier beenden. Die nächste Quest ist hier die Geheimnisse von Zul Ajin. Da können wir gleich mal reingehen und hier einfach mit der zerbröckelnden Statue interagieren und kriegen dann hier ausgehöhlte leere Augen. Die zwei Augen bringen wir dann wieder zur Statue zurück, können sie hier einmal einfügen. Nach einem kurzen Event steht hier eine Kiste, uraltes Reliquar, und da können wir hier Sultis Stein annehmen. Den können wir einfach wieder bei Serik abgeben und haben das nächste Kapitel, eine Stadt der Geheimnisse. Die nächste Quest, die uns hier interessiert, das ist die Quest von Serik, und zwar Unwahrscheinliche Verbündete. Die könnt ihr hier einmal annehmen und im Anschluss hier einfach mit dem Pterodax hier interagieren, der fliegt euch nämlich von alleine rüber. Wenn wir nach der Landung kurz warten, dann ploppt hier auch gleich das Fragezeichen wieder über Serik auf. Könnt ihr wieder mit ihm reden und uns gleich mehrere Quests annehmen, und zwar ein mächtiger Gefangener, als auch von Zizia hier die Quest, die Reihen lichten und drängt sie zurück. Auch hier können wir dann wieder einige Quests einmal draußen bei Zizia abgeben und eine hier drinnen bei Warwick. Haben wir auch die beendet, dann kriegen wir hier die Schlüssel der Hüter. Wenn wir da mit Warwick reden, dann kommt eine kurze Cutscene, wo er uns hier nach oben begleitet, und dürfen dann hier die Quest bei ihm wieder abgeben und haben damit den nächsten Part freigeschalten, und zwar die drei Hüter. Jetzt können wir hier der fehlende Schlüssel einmal annehmen, und das ist unsere nächste Quest. Warwick wartet dann hier vorne auch schon bei der Questmarkierung direkt auf uns. Da können wir es wieder abgeben und müssen ihn hier begleiten für die Quest die Infiltration des Reichs. Ihr könnt ja auch schon vorher in Warwicks Zuflucht reinfliegen. Das wird euch ja auch markiert. Der kommt nämlich nach einer Zeit alleine hier hoch. Wenn euch die Story interessiert, könnt ihr euch aber auch gerne mit ihm selbst hier nach oben begeben. Die Folgequest, die uns hier erwartet, das ist in Anarchie verbündet, und von Mera kriegen wir hier noch eine Quest, und zwar die Kleinen.
Die Quest von Warwick würde ich zuerst abgeben, denn dabei sprechen wir mit Nisha und der hat nochmal zwei zusätzliche Quests, und zwar Aufruf zum Aufruhr, als auch Lasst sie uns fürchten. Geben dann wieder zuerst bei Nisha unsere zwei Quests hier einmal ab, kriegen dann die Folgequest Krater erobern, als auch von Kiro die Folgequest Die Schlucht soll brennen. Bevor wir das mit der Schlucht machen, geht's zuerst zurück zu Warwick, können die Quest hier abgeben, als auch Diplomatie und Dominanz annehmen und nicht fallen lassen, noch nicht. Hierbei müssen wir uns wieder ganz an die Spitze kämpfen und dann bei Warwick die zwei Quests hier einmal abschließen. Wenn wir die abgeschlossen haben, dann gibt es die Quest Rache von oben. Dabei können wir hier einmal auf Rakian aufsteigen. Und wenn wir uns durchgekämpft haben, können wir wiederum bei Warwick die Quest beenden, kriegen wir gleich wieder zwei Stück, den Imperator zur Weißglut bringen und Relikte von Cetralis. Wenn ihr vielleicht nicht wisst, wie die Quest hier mit der Energieleiste funktioniert, und zwar killt ihr immer alles, solange ihr hier Energie habt, und die Energie wiederum, die kriegt ihr, nachdem ihr einen gekillt habt, indem ihr hier durch die Kügelchen, die am Boden so leicht leuchten, einfach wieder durchrennt. Jetzt können wir wieder alles zu Warwick zurückbringen und bei ihm einfach abschließen und kriegen hier noch eine Quest gleich von ihm nach einem kurzen Event. Die Quest, die wir jetzt kriegen, das ist der Fall vom Imperator Kortek. Haben wir Kortek bezwungen, können wir uns am Ende hier wieder ein Item aussuchen und kriegen hier Sturm auf die Spitze. Und auch das letzte Kapitel, das belagerte Sanktum. Das können wir hier wieder an die Spitze der Terrasse der Ergebenen zurückbringen und zwar ebenfalls hier wieder zu Warwick, können das einfach abschließen und kriegen das letzte Kapitel Atul Aman. Bei der verwaisten Passage, das ist direkt hier unterhalb von Atul Aman, können wir bei Warwick hier wieder die Quest beenden und kriegen hier die verwaiste Passage, gleichnamig wie auch hier schon der Eingang. Und dann können wir uns hier reinbegeben. Beim Blutbrunnen angekommen, können wir die Quest hier wieder bei Rakera beenden und Chakraset besiegen ist unsere letzte Quest. Wenn wir Chakraset besiegt haben, dann sehen wir, dass das Ganze nicht ganz so gut ausging, aber dazu kommen wir nachher noch. Und zwar können wir dann automatisch hier bei Rakera abgeben, weil wir werden einfach rausteleportiert. Und wenn wir das abgeben, dann kriegen wir hier Geheimnisse im Sand. Von den zwei Quests, die hier aufploppen, interessiert uns nur die von Rakera, und zwar die Horde informieren. Auch das können wir hier wieder zu Bane Bluthoof bringen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel, denn die drei Zonen haben wir ja jetzt beendet. Das nächste Kapitel ist das Bluttor und das können wir jetzt bei Bane Bluthoof annehmen. Steht auch hier das Bluttor, das akzeptieren wir. Das finden wir ganz einfach hier in Suldasar und zwar ein bisschen weiter oben. Die Quest können wir hier beim Bluttor direkt zu König Rast tragen, der hier schon auf uns wartet und kriegen die Folgequest Zecken, als auch sie wollen uns lebend. Die zwei Quests können wir auch direkt wieder bei Rastakan beenden und kriegen dann die Quest für Rokan. Da dürfen wir mit dem Dino hier rüber reiten und Rokan Bericht erstatten, kriegen dann auch gleich die Quest Kriegsmatrone und die neue Frontlinie. Wenn wir mit unserem Trolltrupp hier durchgeklärt haben, können wir wieder beides bei Rokan beenden und dann kriegen wir hier die Quest Bollwerk von Dorkali. Dann dürfen wir erneut mit dem Dino hier ein bisschen für Radau sorgen und können dann bei Talanji das Ganze abgeben und erhalten damit schon eine blutige Angelegenheit. Nach einer kurzen Cutscene geht auch schon das letzte Kapitel los für die Main Quest Story hier und zwar ebenfalls bei König Rastakan und das ist die Quest Zandala für immer. Und ich glaube, zum Szenario brauche ich nicht weiter was erklären, das wird euch eh wunderschön im Spiel angezeigt. Habt ihr das abgeschlossen, kriegt ihr am Abschluss hier das letzte Siegel als Erfolg, als auch Zandala für immer und habe damit eigentlich den gröbsten Part abgeschlossen. Jetzt fehlt uns nämlich nur noch die Kriegskampagne. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Kapitel und zwar der eigentlichen Kriegskampagne, also für den Erfolg Wogen der Rache. Für die Kriegskampagne haben wir ja ganz am Anfang schon ganz oben im großen Siegel die Quest, die Kriegskampagne angenommen, denn diese Kampagne oder diese Quest, die tragt er dann zur Klagelied hinunter. Das ist das Schiff hier ganz unten am Hafen in Suldasar bzw. in Dasar Alor. Habt ihr diese Quest bei Nathanos abgegeben, dann bloppt hier auch gleich die nächste Quest auf bei ihm und das ist eigentlich auch schon das, was wir brauchen, und zwar die Kampagne in Kul Tiras. Solltet ihr bereits Level 60 sein, kriegt ihr hier gleich mehrere Quests, die interessieren uns aber nicht. Die einzige Quest, die ihr benötigt, ist hier die Kampagne. Dann mit der angenommenen Kampagne könnt ihr nämlich hier beim Tisch auswählen, welches Questgebiet ihr als nächstes ansehen möchtet. Dabei schalten wir alle diese drei Zonen frei. Um das ein bisschen übersichtlicher zu halten, machen wir am Anfang hier Tiragard, dann machen wir Sturm sagen, dann machen wir Trastvar. Wenn ihr das im gleichen Takt mitmacht, dann seht ihr natürlich besser, wie das Ganze hier funktioniert. Das heißt, wir können hier auf Tiragard drücken und können hier die Quest einfach annehmen. Haben wir das angenommen, können wir es direkt im Questlog wieder abgeben, können es dann auch bei Nathanos nochmal abgeben, Folgequest annehmen
Und jetzt ganz wichtig auch für die Zukunft, und zwar das hier ist die Schreckensadmiralin und bei der könnt ihr dann immer hin und her reisen zwischen den verschiedenen Zonen. Das wird im Laufe der Kriegskampagne nämlich noch wichtig, dass ihr euch da nicht irgendwie vertut. Jedes Mal, wenn ihr eine Zone freischaltet, dann habt ihr hier mehr und mehr zur Auswahl, um weiterzureisen. In Tiragat angekommen, können wir hier gleich mit Schattenjäger Teachin reden. Der gibt uns hier gleich die nächste Quest, und zwar modische Säbelrasseln. Und dabei brauchen wir uns nur umdrehen, einmal hier kurz mit der Piratentracht interagieren, damit wir uns hier passend kleiden, die Quest anschließend bei ihm wieder abgeben, Parley mit den Piraten annehmen und dann einmal hier mit dem Seil interagieren, damit wir mit dem Schiff hier rüberfahren. Oben angekommen, lernen wir Otkens kennen, nachdem wir hier interagiert haben, kriegen hier gleich die Quest Fassanstich als auch Kanonenkugelkoller von dem guten Schattenjäger. Mit den Kanonenkugeln im Inventar und die Bierflaschen sabotiert, können wir hier wieder alles abgeben bei den Zweien und kriegen dann hier einmal versenkt, als auch von Otkens Richtungswechsel. Dann können wir die ganzen drei Boote hier versenken und versuchen die anderen zu schmieren, wobei sich zwei dagegen wehren und einer mitmacht. Und dann können wir wieder alles abgeben. Bei Otkens gibt es dann noch, wer ist hier der Captain? Und jetzt müssen wir den eigentlichen Kapitän hier stürzen. Haben wir auch das gemacht, können wir es wieder abgeben. Wir kriegen dann von Schattenjäger Teachin hier noch die Quest, wo wir das Banner platzieren müssen. Dafür einfach kurz rausgehen und das Banner hier anklicken. Nach der Cutscene geht es dann wieder rein. Nochmal zu ihm, nochmal abgeben. Kriegen ihn hier als Anhänger für unseren Tisch und kriegen hier als letzte Quest noch Rückkehr nach Suldasar. Um zurückzukommen, auch in Zukunft sind hier immer die ganzen Dockmeister in den drei Zonen. Dafür braucht man nur zu ihnen hingehen, einmal mit ihnen interagieren und die bringen euch dann zurück zur Klagelied. Wieder auf der Klagelied angekommen, können wir das Ganze hier bei Nathanos einmal abgeben, können uns hier noch für ein Quest-Item entscheiden und haben damit schon das erste Kapitel abgeschlossen. Jetzt kriegen wir die andauernde Kampagne. Jetzt dürfen wir uns hier einen nächsten Part aussuchen. Dafür wieder mit dem Tisch interagieren. Jetzt geht es wie gesagt ins Sturmsangtal. Könnt ihr die Quest wieder annehmen, könnt dann wieder einmal im Questlog abgeben, wieder bei Nathanos abgeben, Folgequest annehmen, Ruf des Kriegsfürsten und dann können wir hier einmal mit Cromrush reden. Der gibt uns hier in den Sturm und jetzt dürfen wir wieder mit der Kapitänin reden, um nach Sturmsangtal zu kommen. Hier dürfen wir dann gleich wieder mit Cromrush reden. Der gibt uns ein eiserner Wall und hier nicht verwirren lassen, hatte ich nämlich auch am Anfang, denn man muss hier ganz, ganz nach unten. Da sind dann die ganzen Kanonen, womit wir rüberschießen können. Die ersten paar Truppen vernichtet, geht's wieder nach oben, können die Quest hier wieder beenden, dann geht's hier auf der Jagd. Und jetzt müssen wir entweder hier einmal mit dem Seil interagieren, um rüberzukommen, oder einfach rüberschwimmen. Hier finden wir auch gleich einen von Rexars Begleitern, weil er schwer verwundet war, können dann bei Rexar hier auf der Jagd abgeben, kriegen dann hier vorwärts als nächste Quest. Hier müsst ihr auch nicht mit ihm mitlaufen, sondern ihr könnt direkt bis nach oben zur Markierung gehen. Denn wenn wir bei der Markierung angekommen sind, können wir bei Kaga hier die Quest beenden und dann sehen wir schon, Rexar spawnt hier einfach, kriegen hier einmal, bringt sie zur Strecke. Beinahe rettungswürdig und von Rexar gibt es hier noch die Flammen löschen. Jetzt haben wir es hier auch schon wieder fast geschafft und zwar können wir dann hier beim Turm wieder alle drei Quests beenden, nachdem wir hier den großen gekillt haben, die paar kleinen und auch die Flammen gelöscht haben. Dann gibt es hier zurückfordern, was uns gehört, dafür müssen wir nur an die Spitze des Turms. Nach einer kleinen Cutscene kommen wir auch direkt wieder vor Rexar raus, können die Quest hier wieder beenden, kriegen ihn dann als Anhänger für unseren Missionstisch und kriegen dann als Folgequest Rückkehr nach Suldasar. Auch hier könnt ihr wieder ganz einfach entweder am Hafen unten an den Docks hier interagieren mit einem der NPCs oder zweite Version hier ist auch noch hier beim Flugmeister, denn auch hier könnt ihr auswählen, dass ihr zurück nach Suldasar wollt. Somit haben wir also Kapitel Nummer 2 abgeschlossen, nachdem wir das hier abgeben, sehen wir schon Stützpunkt im Sturmsangtal. Jetzt dürfen wir den letzten ausbauen und dafür geht es jetzt nach Trastva. Bei Trastva selber können wir hier wieder abgeben, einmal im Questlog, dann wieder bei Nathanos, kriegen die Folgequest Reise über das Meer, müssen einmal kurz mit Gallivix interagieren, der steht hier unten drin im Schiff, da können wir einfach ganz kurz mit ihm reden, geben die Quest hier bei ihm ab, kriegen Trastva voraus, müssen dann nochmal kurz nach oben, denn oben wartet schon Etrig auf uns, da können wir auch noch mit ihm reden, ja ich bin bereit nach Trastva zu reisen und jetzt ganz einfach hier mit der Schreckensadmiralin interagieren. Ganz, ganz wichtiger Tipp, damit ihr das gleich leichter habt, ist, dass ihr hier gleich am Anfang zurückrennt und hier oben den Flugpunkt einmal annehmt, denn dann tut ihr euch nachher nach Abschluss von dem Kapitel leichter wieder zurückzukommen. Wenn ihr den Flugpunkt geholt habt, einmal mit Etrig hier reden, dann wieder Profit und Aufklärung annehmen, dann dürfen wir hier das coole Fahrzeug steuern, dann springen die zwei auch gleich drauf und jetzt kriegen wir immer wieder so Parts markiert auf der Karte, wo wir einfach hinfahren müssen und wenn wir dort sind, einfach kurz aussteigen auf dem Fahrzeug, mit dem Goblin interagieren, der dort sitzt
sitzt, liegt oder aufgehängt wurde. Und wenn er mit ihm interagiert, kommen manchmal ein paar Mobs. Einfach warten, bis das abschließt im Questlog und anschließend wieder weiterfahren. Und im blutroten Wald angekommen, können wir dann hier wieder mit Etrig reden, die Quest abgeben. Dann kriegen wir Hexophobie. Und bei dieser Quest kommen gleich mehrere Wellen an Hexen und die müssen wir alle ausschalten. Wenn wir die Hexen ausgeschaltet haben, können wir bei Etrig die Quest wieder beenden. Dann geht's weiter mit Handelsprinz Gallivix und zwar haben wir hier hoffentlich keine Hexen in den Hügeln. Die Quest können wir wieder annehmen, wieder zurück ins Fahrzeug und dann einfach weiterfahren Richtung Markierung. Nachdem wir hier Hobart Wurfhammer kennengelernt haben, können wir bei Etrig auch die Quest wieder beenden und kriegen dann beim guten Hobart die Folgequest und zwar der Außenposten Kraselfrax. Bei dieser Quest müsst ihr ganz einfach nur die ganzen Häuser, die hier sehen, mit den verschiedensten Goblin-Technologien aufbauen. Und wenn wir auch das wieder mal erledigt haben, zurück zum Gallivix und da können wir dann Quest beenden, kriegen eine kurze Cutscene und dürfen dann hier nochmal mit Hobart reden, denn der schließt sich uns als Anhänger an und dann gibt es hier von Gallivix noch die letzte Quest und zwar Rückkehr nach Suldasar. Und wieder zurück auf der Klagelied können wir mit Nathanos reden, können die Quest hier beenden und haben damit schon mal die drei Außenposten ausgebaut. Jetzt, da wir die Außenposten freigeschalten haben, können wir auch schon weitermachen. Und zwar mit der nächsten Quest, Brechen der Moral von Kul Tiras. Dafür einfach wieder mit Segelriss reden, denn die bringt uns wieder zum Raubhafen in Tiragarde. Da können wir dann bei Nathanos die Quest abgeben, als auch ins Herz von Tiragard annehmen. Dann braucht er einfach nur dem Weg hier zu folgen, bis zum Baumfall Außenposten, denn da können wir wieder mit Nathanos sprechen, Quest beenden und dann den Berg bei der Quest Unser Berg hier einnehmen. Wenn wir die 10 Gegner hier besiegt haben, als erstes gleich den Flugpunkt mitnehmen, dann wieder mit Nathanos hier reden, dann kriegen wir hier schon die Quest Gemütlich einrichten, als auch von Lillian Voss Untersuchung von Bronnhafen. Da ich bei der Quest hier selber damals verwirrt war, sind hier 3 Spots markiert und bei diesen Spots braucht ihr immer nur rundherum suchen, denn irgendwo ist hier diese gelbe Markierung von eurem Charakter, da braucht ihr euch einfach nur reinzustellen. Habt die Stoffe und Ketten besorgt und 3-mal hier die Leute ausspioniert, können wir beide Quests wieder beim Außenposten abgeben. Danach kriegen wir hier gleich die Folgequest und zwar Sprengstoff in der Gießerei. Dafür geht's weiter hier zur Aschenwindgießerei, da wartet Lillian Voss auf uns. Wir können hier gleich die Quest bei ihr abgeben und hochexplosiv annehmen. Dabei müssen wir ja einfach nur kurz den Sprengstoff hier testen. Indem wir den hier sprengen, können die Quests dann bei Lillian Voss wieder abgeben und kriegen hier gleich 3 Folgequests, und zwar Munitionsbeschaffung, Schießpulvererforschung und für eine Handvoll Chaos. Mit allen nötigen Items zurück im Inventar geht's zurück zu Lillian Voss. Hier können wir gleich wieder alle 3 Quests ganz einfach bei ihr beenden und die Folgequest, die wir hier kriegen, das ist Todesfalle. Dafür brauchen wir einfach nur die Sprengsätze auf der anderen Seite platzieren. Dann können wir wieder mit Lillian Voss reden, können das abgeben und dürfen uns dann hier bei der Quest die Brunnenhafenfahrt einmal auf das Pferdchen setzen und müssen jetzt einfach 10 dieser Wachen zusammenziehen. Solltet ihr Stufe 60 sein, wie ich in meinem Fall, dann müsst ihr euch immer kurz in die Wachen reinstellen, denn ansonsten aggron die euch nicht. Wenn wir alle 10 Stück hinter uns hergezogen haben, inklusive der Kapitänin, dann können wir die in die Sprengfalle reinziehen und können dann anschließend bei Nathanos die Quest hier wieder abgeben. Kann auch sein, dass automatisch bei euch Operation Totengräber aufploppt. Wenn das nicht der Fall ist, einfach zurück zur Klagelied gehen und dort mit Nathanos Pestrufer reden. Dort solltet ihr eigentlich die Folgequest Spaziergang auf einem Friedhof erhalten. Hierfür können wir wieder mit der Admiralin nach Trustwa reisen und dann hier ganz auf die rechte Seite zu dem Grabhügelfriedhof, denn hier wartet Nathanos bereits auf uns zusammen mit Lillian Voss. Dann können wir das abgeben und kriegen hier Grabinschriften untersuchen, als auch die Quest im Zustand der Unruhe. Dann haben wir von Lillian Voss ebenfalls noch eine Quest und zwar unser Los im Leben. Die ganzen Geister wurden getötet und die Gräber wurden hier durchsucht, dann können wir das wieder abgeben bei den gleichen 2, wo wir es gerade angenommen haben. Als Folgequest kriegen wir dann hier der Gruftwächter, um den Schlüssel zur nächsten Gruft zu bekommen. Dem Schlüssel im Inventar geht es wieder zurück zu Nathanos, dem geben wir den Schlüssel einmal und dann kriegen wir, was von Marshall M. Valentine übrig blieb. Vor dem Grab müssen wir ganz kurz kämpfen, dann kommt Rollenspiel-Event, anschließend das Buch drinnen plündern und dann wieder mit Nathanos reden, um das Ganze abzugeben. Und damit haben wir schon das nächste Kapitel, das Grab des Marshalls. Und wieder geht unser Weg zurück zur Klagelied. Entweder erhaltet ihr erneut die Quest, die ihr euch einfach rüberbringt, oder ihr könnt bei der Klagelied wieder einfach die Quest annehmen und zwar gezeitenweisen aufspüren. Dafür müssen wir erstmal hier im Sturmsangtal mit dem guten Rexar reden, da können wir die Quest beenden und kriegen dann Kein Preis ist zu hoch. Dabei müsst ihr einfach nur nach vorne, da müsst ihr auch nicht warten, bis er soweit ist, sondern könnt einfach wieder zur Markierung hin. Dann kommen hier gleich 2 Rollenspielsequenzen hintereinander, die ein wenig dauern und dann können wir hier bei Lillian Voss die Quest beenden. Dann kriegen wir gleich 3 Quests und zwar Sie werden das Fürchten lernen. Von Thomas Zelling kriegen wir Kommandant und Kapitänin und von Rexar kriegen wir hier noch Zerstreuung unserer Feinde.
Haben wir diese drei Dinge erledigt, können wir wiederum alles zurückbringen zu den gleichen drei NPCs. Thomas Zelling hat dann die Folgequest, und zwar Zellings Potenzial. Und dafür müssen wir einfach nur unten an den Docks hier NPCs killen, um die Leiste zu füllen. Und auch hier dann wieder zurück zu Thomas Zelling. Nachdem ihr die Leiste gefüllt habt, nicht vergessen, den Special Action Button zu drücken. Als Folgequest kriegen wir von Lilian dann, was sein wird, wird sein. Auch hier nach einer kurzen Rollenspieleinlage können wir das wieder bei Lilian abgeben und kriegen dann verlassen sein. Und auch diese Quest bringen wir wieder mal zur Klagelied in Suldasar bei Nathanos. Wenn wir das abgeben, kriegen wir hier gleich nächste Kapitel abgeschlossen, Tod eines Gezeitenweisen. Dann geht's weiter mit Reise mitten ins Nirgendwo. Auch hier wieder mit der guten Schreckensadmiralin reden. Dort angekommen sind wir tatsächlich mitten im Nirgendwo, mitten am offenen Meer, können die Quest bei Nathanos wieder beenden und kriegen dann in die Tiefe tauchen. Jetzt brauchen wir erstmal unser Equipment und das kriegen wir vom guten Hobart Wurfhammer, den haben wir auch schon kennengelernt und brauchen uns hier einfach nur einmal durchzuklicken. Dann werden wir hier erstmal bis zum Meeresgrund runtergelassen. Hier habt ihr eine Taschenlampe mit dabei, als Special Button. Wenn er diesen drückt, dann seht ihr, dann leuchtet hier und dann kriegt er gleich die Quest zum Abgeben, als auch ein Wrack am Meeresboden zum Annehmen. Da braucht er nur zur richtigen Markierung hinschweben. Hier nicht vergessen, nicht das Licht zu lange anlassen, denn wenn ihr das permanent anhabt, dann kommt irgendwann ein riesengroßer Fisch, der euch einfach snackt. Braucht aber nur das Licht dann kurz auszuschalten, dann ist er auch schon wieder weg. Dann können wir hier rüber, können die Quest einmal abgeben und Erkennungsmarken überprüfen, als nächste Quest annehmen. Jetzt seht ihr, solange das Licht an ist, auf der Minimap hier oben, dass hier zahlreiche Punkte sind. Machen wir Licht aus, sind sie weg, das heißt mit Licht an müsst ihr hier suchen. Und das sind hier überall diese Skelette, die rumliegen. Und da müssen wir einfach nur den richtigen quasi finden. Das heißt, wir interagieren hier einfach mal mit jedem, solange bis wir unseren Gesuchten hier rausfinden können. Haben wir den gefunden, können wir hier einfach wieder die Quest direkt beenden und kriegen dann als nächstes der versunkene Friedhof. Sind wir auch hier wieder einfach angekommen, da wo uns der Pfeil hingeführt hat, kriegen wir hier gleich die nächste Quest und zwar ein Kapitän nach dem anderen. Nachdem wir hier ein bisschen rumschwimmen, kriegen wir auch nach kurzer Zeit noch eine zweite Quest und zwar nerviges Leuchten. Dafür brauchen wir einfach nur hier die ganzen Quallen, Fische oder Murlocs töten. Nachdem wir alle drei Kapitäne gefunden haben, als auch die 10 NPCs getötet, können wir wieder beides hier abgeben und kriegen dann das Riff unter Meer. Weiter bei der nächsten Markierung können wir die Quest wieder beenden und dann kriegen wir hier wasseratmender Drache. Das ist der gute Drache, der sich hier einfach vor uns befindet. Auch den können wir wieder einfach hier erledigen, um die Quest dann wieder abzuschließen. Dann kriegen wir noch Schnappen und Rennen. Da sind die letzten zwei, die wir brauchen. Einmal der gute M. Valentine und dann haben wir hier auch noch den Bruder von Jaina. Und sobald ihr wieder zurück zum Schiff geschwommen seid, nicht verwirren lassen, denn die Quest müsst ihr hier unten abgeben. Da habe ich mich nämlich damals auch mal ein bisschen, ja, sehr lange da wieder aufgehalten auf dem Schiff, bevor ich das gefunden habe. Dann wieder abgeben und dann gibt es die Folgequest Prinz im Schlepptau. Einfach wieder mit der Admiralin reden, um zurückzukommen. Dann mit Nathanos reden am Schiff und wir kriegen hier am Meeresboden als nächstes Kapitel. Und jetzt geht's weiter mit einem Plan, der funktioniert. Nachdem wir uns kurz noch mit Nathanos auf der Klagelied unterhalten haben, können wir hier nochmal zurück auf den Raubhafen oder in den Raubhafen in Tiragade reisen, denn dort wartet auf uns. Und dann kriegen wir hier gleich zwei Quests und zwar einmal der Großteil der Wache, als auch hier alte Kollegen. Direkt vor der Höhle wartet Hobart Wurfhammer auf euch, denn wenn ihr nicht fliegen könnt, dann könnt ihr hier jederzeit mit ihm einfach zu den zwei Schiffen vorne reisen. Ich weiß, auf den Schiffen findet man sich ein bisschen schwer zurecht, vor allem auf dem großen, aber das kriegt ihr schon hin, dass ihr die zwei NPCs dort findet. Ansonsten wieder zurück dann im Anschluss zu Nathanos und Amalia Stein, beide Quests beenden und dann gibt es ein gut platziertes Portal. Denn dieses Portal findet ihr direkt auf der linken Seite, wenn ihr die Höhle verlasst und das bringt uns nach Poralus. Poralus angekommen, wartet schon Thomas Zelling auf uns, können wir die Quest hier wieder beenden und kriegen gleich Ritualrelikte, verwirkte Seelen und Lehren der Gezeitenweisen. Alle drei abgeschlossenen Quests bringen wir dann wieder zu Thomas Zelling in den Keller zurück und wenn wir diese alle abgegeben haben, dann kommen wir hier gleich eine Folgequest und zwar ist das die Oberhandgewinn. Wenn wir das annehmen, können wir sagen, ich bin bereit, dann lauft er uns nämlich hier hinterher und wenn er uns hinterher rennt, dann müssen wir hier einmal direkt in den Turm rein und zwar in den Keller. Wirklich sehr, sehr dunkel hier drin. Ich glaube, hier buggt irgendwie das Licht, aber egal, wenn wir das hier abgegeben haben bzw. hier das Zepter gelootet haben, können wir bei Thomas Zelling die Quest wieder beenden und kriegen dann zum Hafen zurückkehren. Jetzt einfach wieder durchs Portal zum Raubhafen. Beim Raubhafen wieder zu Nathanos zurück, die Quest beenden und dann kriegen wir hier Gefangenes Leben als Folgequest.
Dazu müssen wir ihm einfach nur kurz folgen und dann müssen wir hier einen NPC töten. Und zwar keinen anderen als General Kaderin. Dann braucht man Thanos kurz, bis er sein RP-Event beendet hat, steht dann hier wieder in der Höhle, können wir die Quest beenden und dann gibt's Gezeitenhilfe und jetzt müssen wir wieder zurück auf die Klagelied in Suldasa. Dazu braucht er auch nur mit Thanos reden, der bringt euch dann selbstständig zurück, können hier bei ihm auch dann gleich die Quest hier auch abgeben. Und dann gibt es als letzte Quest hier einen Teufelskreis und dafür müssen wir nach Orgrimma. Was ihr auch noch machen könntet, das wäre bei Lillian Voss hier die Quest anzunehmen, dann dafür kriegt ihr sie einfach als Champion für den Missionstisch. Die Quest müsst ihr einfach nur in die feste Groma springen, also hier in der Mitte, da wartet dann Sylvanas auf euch. Kann kurz dauern, bis sie erscheint, denn manchmal buggt das ihr ein bisschen. Dann könnt ihr die Quest hier beenden und kriegt somit gerüstet zum Krieg. Und jetzt kommen wir zu den letzten vier Kapiteln für Woge der Rache. Dann von Orgrimma aus geht's wieder zurück zur Klagelied in Suldasa, denn Thanos wartet dann mit der nächsten Quest auf uns, und zwar unser Krieg geht weiter. Dabei müssen wir uns hier einfach nur kurz mit Sylvanas unterhalten, das schließt auch direkt ab. Können das wieder bei Thanos hier abgeben und kriegen die Folgequest kein Azerit für euch, wo wir wieder in den Tirragard reisen müssen. Dazu einfach wieder mit der Schreckensadmiralin reden. Jetzt sind wir also wieder mal im Tirragard angekommen und zwar müssen wir diesmal komplett hier nach oben einmal laufen, denn hier finden wir den Westwindwald. Und hier oben wartet dann auch schon Rexar auf uns. Bei dem können wir dann die Quest wieder abgeben und kriegen hier als nächstes der Zorn der Horde. Dafür brauchen wir nur mit ihm reden und anschließend uns nach unten begeben. Sind wir unten angekommen beim Anwesen der Norwinsons, dann können wir hier den Zorn der Horde wieder abgeben und kriegen hier Räumung des Anwesens, als auch von Thomas Zelling Kriegsgerät und Azerit. Die Quest-NPCs, die laufen euch eh die ganze Zeit nach, das heißt, ihr könnt das direkt hier wieder bei ihnen mal abgeben und sollten dann hier die Folgequest kriegen für den Guten in der Mitte, und zwar ist das mit Ehre. Dafür brauchen wir nur den Panzer in der Mitte zu killen, als auch Leutnant Krause und dann Rexar steht immer noch neben uns, wieder die Quest abgeben und dann die Jagd ist nie zu Ende annehmen. Hierfür ganz einfach dem Weg hier oben zum Anwesen folgen und dann bei Rexar hier wieder die Quest beenden. Dann kommt die kurze Cutscene und nach dieser Cutscene können wir hier nochmal eine Quest annehmen und zwar rausfliegen und draufhauen. Wir werden hier automatisch wieder zum Westwindwald hochgeflogen, können bei Rexar wieder die Quest beenden und damit geht's mit einem ruhmreichen Tag wieder zurück zur Klagelied. Zurück auf der Klagelied können wir dann bei Thanos die Quest hier beenden und sollten damit den Abschluss für das erste Kapitel von Wogen der Rachen erhalten. Und dann geht's hier gleich weiter mit Kapitel Nummer 2 und zwar hier mit der Quest ein Mech für einen Goblin. Den findet ihr diesmal hier unten in Suldasa und zwar müsst ihr hier links unten neben Xibala auf die Küste, denn da wartet Gallivix auf uns, bei dem wir die Quest beenden können. Dann kriegen wir hier das gehört in meinen Mech. Als auch von Flick die Quest Vermeidung von Zivilklagen für Anfänger. Hier nicht vergessen, dass ihr die Mobs gar nicht killen braucht, sondern ihr braucht die nur zusammenziehen und dann einmal das Quest-Item zu benutzen, dann absorbiert ihr die nämlich von alleine. Dann können wir da beide Quests hier abgeben, direkt bei den zwei NPCs und kriegen hier als Folgequest von dem guten Gallivix der richtige Mech für den Job. Dafür brauchen wir nur in den Mech rein. Da dürfen wir dann ein bisschen mit dem Mech hier Radau machen und alles einfach killen, was da ist. Und am Ende halt den Dreier-Button drücken, wo wir dann die ganzen Truppen hier zerstören. Kommen wir wieder beim Professor an, können die Quest hier gleich beenden, kriegen dann eine Folgequest vom G-Mod und das ist notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Da müssen wir das Ganze erstmal durchchecken. Dann können wir das auch hier wieder abgeben und kriegen hier Testlauf Nummer 1, Mech gegen Mechadrill. Jetzt dürfen wir da einsteigen und müssen uns dem Gnomenboy stellen. Der gute Mechadrill hat uns hier abgeschossen und dann landen wir hier mit Gallivix wieder am Boden. Können die Quest wieder bei ihm beenden und kriegen dann Versicherungspolice als nächstes. Jetzt müssen wir hier erstmal ein paar Knöpfchen durchdrücken. Aber auch das erledigt, können wir es wieder abgeben und kriegen hier gleich mehrere Quests und zwar Erneuerung der Versicherung und blutiger Nebenjob. Und sobald ihr hier eine der Truppen gelegt habt, droppt ihr auch noch Schlachtpläne der Allianz. Diese Quest müsst ihr ebenfalls abschließen. Wenn wir da alles geklaut und erledigt haben, dann können wir bei Gallivix alle drei Quests wieder beenden. Die haben in der Zwischenzeit nämlich hier schon den Mech wieder repariert. Und damit kriegen wir eigentlich auch schon den Abschluss für das nächste Kapitel. Allerdings solltet ihr trotzdem hier die Quests fertig machen. Das sind nicht nur noch, oder ist eigentlich nur noch eine. Und wenn ihr die beendet habt, dann werdet ihr wieder zurückgeschickt zur Klagelied. Wenn wir vom Schiff entkommen sind, können wir hier beim G-Mod wieder die Quest beenden. Und jetzt, wie gesagt, geht's zurück auf die Klagelied. Jetzt haben wir also zwei der vier Kapitel abgeschlossen. Können jetzt wieder hier bei Thanos die Quest beenden und starten damit Kapitel Nummer 3. Und zwar Aschewinds Ausbruch. Dafür müssen wir wieder mal nach Tirragard. Und zwar direkt hier bei Bronnhaven. Denn hier wartet Arkanistin Valtrois auf uns. Da können wir die Quest beenden und kriegen gleich drei Stück. Und zwar stellt euch eurem Feind
Dann haben wir ihn in Uniform gebracht und von Rexxar gibt es hier noch die Quest Eine brillante Ablenkung. Alle drei Quests können wir wieder zu den gleichen NPCs hier zurückbringen, denn damit haben wir hier unsere Verkleidung erschaffen. Jetzt geht es wieder zurück zum Raubhafen, denn jetzt gehen wir die gute Aschenwind-Dame befreien. Dazu müssen wir da unten nur mit dem NPC sprechen. Und jetzt gibt es dafür die Folgequest und zwar durch die Vordertür. Das ist jetzt ein Szenario, wo wir in Tol'Dagor unterwegs sind. Das ganze Szenario ist eigentlich ziemlich simpel und sehr, sehr selbsterklärend, denn man geht hier halt im Endeffekt rein, dann schickt man die Aufseher weg, schnappt sich hier einmal kurz den Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann man ihn nach vorne pushen, muss ganz kurz warten, bis hier alles bereit ist, damit wir hier das Gitter mit dem Gitter interagieren können. Dann können wir es aufsperren, danach müssen wir die ganzen anderen befreien und dann geht es eigentlich schon nach unten. Da kann man direkt hier runterspringen und dann auf dem Weg nach draußen die ganzen Bömmchen platzieren. Nach dem sehr, sehr kurzen Szenario brauchen wir dann nur wieder zurück auf die Klagelied und können bei Nathanos die Quest abgeben und haben damit schon Kapitel Nummer 3 abgeschlossen. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell und jetzt fehlt uns auch schon nur noch das letzte Kapitel und zwar der Krieg ist gekommen. Hierfür müssen wir einmal zum großen Siegel, denn dort wartet, wo wir auch damals schon die Quest gestartet haben, König Rastakhan auf uns, können ihn hier informieren, die Quest dann bei Talanchi abgeben und dann den Marsch der Zandalari annehmen. Und wenn wir dann alle drei Kommandanten hier informiert haben, es kann sein, dass die vielleicht bei euch auch nicht auf der Karte angezeigt wurden, wurde bei mir nämlich genauso gehandhabt und zwar einer davon ist direkt beim großen Siegel raus auf der Terrasse. Der zweite ist hier nebenbei, wo da steht die Handwerksterrasse, da ist hier diese Brücke und da am Ende steht er. Und dann haben wir hier noch oberhalb vom Flugpunkt in der Nähe von Zandschul, wo Nummer 3 steht. Dann geht's zurück zum Bluttor, können bei Talanchi die Quest hier beenden. Und dann gibt's hier Niemand wird zurückgelassen, als auch ein blutiger Pfad. 15 NPCs killen und Rockern befreien, dann können wir wieder zurück zu Talanchi, beide Quests beenden und kriegen hier Rückeroberung des Außenpostens. Jetzt führt uns unser Weg weiter nach Nasmir und zwar einfach hier den Weg geradewegs entlang. Hexfürst Rahl wartet hier schon auf uns, können das Ganze beenden, sprechen hier einmal kurz mit Flick, dann haben wir zwei Quests. Kein Goblin bleibt zurück, als auch den Affmotte wieder zusammenbauen. Da seht ihr schon, da habt ihr so ein Bonus-Icon in der Mitte vom Bildschirm und wenn er euch hier nähert, dann seht ihr immer, dass es größer wird. Und ihr seht auch hier, die Schallwellen gehen immer in die Richtung, wo ihr hin müsst. Das heißt, in dem Fall müssen wir genau hier hin und dann wartet hier wieder einer auf uns. Und das machen wir die ganze Zeit, solange bis wir alle Vieh hier gefunden haben. Die Bauteile, die kriegen wir ganz einfach von den Allianztruppen. Das können wir beides wieder zurückbringen zu Flick. Dann kriegen wir hier die Quest Es lebt. Dafür müsst ihr einfach nur mit Talanchi sprechen, denn die empowert dann quasi den Roboter über Erkunder. Und auch hier wieder ganz einfach mit Flick einmal reden, denn dann gibt es hier die Folgequest und zwar von Talanchi, die Schlacht um die Ruinen von Zul'jan. Und dafür brauchen wir einfach nur den Roboter und müssen hier mehrere von den Allianztruppen zerstören. Haben wir den Außenposten befreit, können wir es wieder hier bei ihr abgeben und kriegen dann in die Ecke gedrängt. Der Dino von Talanchi bringt uns ja hier schon instant rüber, können die Quest bei ihr beenden, kriegen hier einmal Zandalari Gerechtigkeit und von Rakera kriegen wir Niemand soll entkommen und Spiegelscherben. Um das Ganze abzugeben, einfach wieder hier in die Mitte springen. Da haben wir schon mal gequestet in Nasmir. Und dann können wir alle drei Quests bei dem guten Rokan beenden und kriegen hier eine der nächsten Quests. Und zwar ist es Delemons Eliminierung und da ist der große NPC am Ende des Gangs. Wurde auch der besiegt, können wir wieder zurück zu Rokan, können die Quest hier einmal beenden und dann kriegen wir den Nebel teilen. Und bei dieser Quest braucht ihr hier nur in die Mitte einmal reingehen und können dann hier oben nochmal mit dem Mount interagieren, das euch dann von alleine weiterbringt. Und ganz vorne angekommen sehen wir, dass sich das alles hier als Betrug herausgestellt hat. Das heißt, wir können die Quest bei Talanchi wieder abgeben, kriegen hier eine Cutscene und danach können wir hier mit Rakera wieder reden, denn jetzt geht's ganz, ganz schnell zurück nach Dazar Alor. Damit sehen wir auch schon, dass die Allianz hier Dazar Alor angreift. Dazu gibt es dann allerdings in dem Raid selber mehr, denn das war's ja auch schon mit dem Wogen der Rachenerfolg. Den haben wir nämlich jetzt abgeschlossen und damit können wir eigentlich auch schon die Zandalari-Drolle abholen. Es wird ja auch noch die Quest die Schlacht von Dazar Alor geben. Das allerdings, wie gesagt, nur die Raid-Quest, die braucht ihr jetzt nicht wirklich abschließen. Und jetzt habt ihr es auch schon so gut wie geschafft, denn die Voraussetzungen solltet ihr damit alle erfüllen, sofern ihr auch einen Charakter auf Stufe 50 habt auf Seite der Horde. Denn jetzt können wir wieder zurück nach Orgrimmar und zwar hier links unten zur Botschaft von Orgrimmar. Dort kriegt ihr nämlich die Quest, die dann schlussendlich die Zandalari-Drolle freischaltet. Das ist ein kurzes Szenario, das ihr einfach nur abschließen müsst. Ansonsten wie immer können wir hier nochmal reinschauen, denn hier stehen auch die ganzen Banner. Mit den Bannern kann man interagieren. Klickt man drauf, sieht man hier auch nochmal, zum Freischalten dieses Volks wird benötigt. Verdient den Erfolg Zandalar für immer. Verdient den Erfolg Wogen der Rache, als auch Stufe 50 auf Seite der Horde. Dann sehen wir auch noch die Volksfähigkeiten der Zandalari-Trolle. Wir sehen hier unter anderem auch die Heritage-Rüstung. Die erhaltet ihr, wenn ein Zandalari-Troll von Stufe 1 bis 50 selbstständig levelt, ohne den jetzt irgendwie zu transferieren oder halt irgendwie hin und her zu changen oder sonst irgendwas. Müsst also selbstständig leveln.
damit ihr diese Rüstung freischaltet. Was ihr außerdem noch freischaltet, nachdem ihr das Szenario beendet habt, das ist das Terrorhorn der Zandalari. Das ist dieses Reittier. Damit werdet ihr nämlich auch noch belohnt. Und sobald ihr dann zum allerersten Mal einen Zandalari erstellt und in Orgrim ankommt, kriegt ihr hier auch den Wappenrock der Zandalari. Passt jetzt mehr oder weniger nicht allzu gut zu dem Set. Dazu ist eins der wenigen Tabards, die dann auch nicht zu Heritage Armor dazu passen. Aber vielleicht findet ihr ja das ein oder andere Set, wo er ganz gut reinpasst. Das war es damit auch schon für dieses Video rund um die Zandalari-Trolle. Das dauert leider ein bisschen länger, die freizuschalten. So circa 7 Stunden um den Dreh rum, bis man sie schlussendlich hat. Kann man ja auf mehrere Tage ganz einfach aufteilen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich euch mit diesem Schritt-für-Schritt-Video helfen konnte, dass ihr sie in Zukunft freischalten könnt. Wenn ja, Däumchen nach oben. Solltet ihr noch Fragen haben, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.